Stellt euch mal vor, ihr hättet einen Beamer, den ihr nicht fest installieren müsst, den ihr im Schrank nebenan verstecken könntet, sofort rausholen, sofort eingerichtet, einbauen könnt, hinstellen könnt und ihr habt sofort richtig gutes Heimkinoerlebnis. Diese Utopie von einem Tech-Produkt, das möchte jetzt X-Jimmy mit dem Halo Plus präsentieren. Also ein portabler Mini-Beamer, der aber auch Heimkino kann. Naja, und das ist die Frage, kann der das überhaupt? Genau das beantworten wir heute. Spoiler-Alarm, wird spannend. Hallo und herzlich willkommen bei Turn-On. Mein Name ist Jens und heute geht es um den Halo Plus von X-Jimmy. Ein Mini-Beamer, der gar nicht so mini ist. Also er ist schon klein, aber er ist immerhin größer als ein Samsung Freestyle, den wir euch schon vor ein paar Wochen gezeigt haben. Vielleicht mal in der Kamera hier zum Vergleich. Das sind meine Hände, das ist der Beamer. Den könnt ihr also auch ganz entspannt irgendwie in einem Schrank neben einer Wand oder so ganz entspannt verstauen. Der sieht irgendwie aus wie so ein kleiner, ja, wie so ein Lautsprecher eigentlich. Also auch so als optisches Geding in der Wohnung absolut angenehm. Auch nicht schwer mit 1,6 Kilo, damit ungefähr so schwer wie ein Laptop, also ne, je nachdem, was für ein Laptop man holt. Und hat hier so eine kleine weiße Fernbedienung, die irgendwie auch ganz hübsch ist. Und sie ist so ein bisschen konkav, das heißt, sie liegt ganz gut in der Hand. Gut, aber man kann es ja nicht nur damit bedienen, man kann auch Sachen anschließen. Und damit kommen wir zu den Anschlüssen außerhalb vom Gerät. Wir haben hier einmal den Stromanschluss, das ist so ein DC-Stecker. Der hat hier dazu noch so ein kleines Netzteil, das ist alles im Rahmen, vollkommen fein. Dazu 3,5 mm Klinkenanschluss, ein HDMI-Anschluss, bei dem ihr Quellen bis zu 4K auch reinknallen könnt. Die kann der verarbeiten, skaliert sie aber runter auf Full HD. Mehr als Full HD kann der nicht, da kommen wir aber gleich nochmal zu. Dann hat er USB-A für externe Quellen, also wenn ihr irgendwo noch Urlaubsvideos oder so drauf habt, dann könnt ihr die anschließen und das von dort gucken, auch mega cool. Und den On-Off-Button, der mit so einem kleinen LED auch noch zeigt, dass er an oder aus ist. Oben steht X-Jimmy, ihr habt noch so ein kleines Bedienelement, wo ihr entweder mit Punkten fühlen könnt, dass da ein Element ist. Links, Mitte, rechts mit lauter, Start und Pause und leiser. Und vorne hier noch so ein paar Sensoren, die per Keystone zeigen oder erkennen, wie das Bild gerade aussieht und das dann je nachdem, wie die Wand aussieht und wie die Wand oder wie der Beamer steht, das Bild so ein bisschen ausrichtet. Und das macht er ganz automatisch. Theoretisch eigentlich gut. Hier jetzt im Test hat er immer wieder etwas, das Bild etwas zu schräg angezeigt. Vielleicht kommt da noch mal ein Update. Ich würde sagen, dass das Keystone jetzt hier im Test zumindest okay war. Nicht perfekt, okay. Je nachdem, wie eure Wohnung oder euer Haus oder euer Mini-Home-Cinema jetzt aufgebaut ist, könnt ihr hier entweder noch mit dem Stativ arbeiten. Unten ist ein Gewinde dran, das könnt ihr dann ganz entspannt dafür nutzen. Oder wir haben noch so einen kleinen Standfuß, der dann hier den Beamer auch noch so ein bisschen nach oben steht oder so schräg hinstellt. Und dann natürlich das Keystone startet und ausgleicht. Aber das klingt ja jetzt nach einem ganz normalen Beamer. Warum haben wir uns jetzt ausgerechnet hier für den Halo Plus entschieden? Warum wollten wir ihn euch zeigen? Dazu kommen wir jetzt, denn jetzt kommen die ganzen Specs. Ihr könnt den auf bis zu 200 Zoll ausreizen. Das ist ein riesiges Bild, das wir hier gar nicht groß darstellen können. Ich würde komplett untergehen und es ist jetzt schon schwer, das zu präsentieren. 120 Zoll reichen komplett aus, aber wenn ihr wollt und den Platz habt, könnt ihr auf bis zu 200 Zoll hochgehen. Er kann ein Full-HD-Bild sehr gut darstellen, 4K-Inhalte könnt ihr reinprügeln, aber Full-HD ist das Einzige, was rauskommt. Und das ist in einer sehr, sehr guten Qualität. Denn die eigentliche Herausforderung bei einem Mini-Beamer ist nicht, dass du da 4K reinbekommst und 4K rausbekommst, sondern Bildqualität, Helligkeit und Schärfe. Und das sind die drei Punkte, bei denen wir hier sagen müssen, im Bereich Mini-Beamer ist das Beste, was wir bisher getestet haben, mit Abstand. Denn normalerweise habt ihr bei einem Mini-Beamer in der Größe um die 400 bis 500 Lumen, die dann ungefähr in Richtung Leinwand geprügelt werden. Und hier haben wir 900. 900 Lumen, das heißt, ihr könnt hier ein HDR10-Bild ganz locker und flockig darstellen und habt dadurch eine sehr, sehr gute Abstufung auch in der Helligkeit, wodurch ihr einen schönen Kontrast habt, wodurch und generell ihr eine schöne Schärfe habt. Das heißt, ein richtig gutes Bild. Und wir können uns hier ernsthaft in der Redaktion vorstellen, dass man damit auch richtiges Heimkino zu Hause machen kann. Natürlich nicht in 4K, natürlich nicht mit einem Beamer, der sonst 3.000, 4.000, 5.000 Euro kosten würde. Aber für einen, naja, portablen Beamer, der Full HD so gut darstellt
Wow. Eine Sache, die mir jetzt noch bei dem Dreh aufgefallen ist, wenn man so nah dran am Bild ist, merkt man vor allem hier am Rand, dass normalerweise bei den Geräten hier immer das Bild so richtig schön ausbleicht und nicht mehr scharf wird, so richtig unscharf. Und hier haben wir halt Text und anhand des Textes allein können wir sehen, dass selbst am Rand der Schärfeverlust minimal ist. Das gefällt mir richtig gut. Achso, kurzer Hinweis an die Abo-Glocke. Wenn euch unsere Videos gefallen, freut uns das natürlich, aber wir sehen das noch viel eher, wenn ihr ein Like und ein Abo dalasst und auch bei der Abo-Glocke das Häkchen aktiviert, dass ihr informiert werdet, wenn neue Videos online kommen, weil dann kriegt ihr auch mit, wenn wir zum Beispiel das neue Pixel 6a zeigen. War übrigens ein cooles Video. So, aber jetzt weiter mit dem Beamer. So, aber was für Software läuft denn da jetzt eigentlich drauf? Android TV. Es ist so langweilig, wie es klingt. Aber, das kann ich euch sagen, es ist gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, wie viel Power das eigentlich braucht, beziehungsweise wie performant es ist, wenn es wirklich sehr viel Power hat. Hier steckt so viel Kraft drunter, dass ich jetzt sehr, sehr oft hier beim Rumsurfen und auch beim Einstellungen aktivieren immer dachte, das ist das, was ich haben wollte. Genau das will ich von einem Beamer, von einem Android TV, in einem Fernseher oder in einem Beamer-System. Es soll nicht ruckeln, es soll schnell funktionieren, es soll instantan im besten Fall passieren. Und das ist hier der Fall. Also es ist wirklich schnell und ordentlich und ihr habt natürlich all die Möglichkeiten. Ihr habt die ganzen Apps, ihr könnt über einen File-Manager zum Beispiel auch Netflix installieren, denn das funktioniert hier auch wieder nicht normal, aber es funktioniert, wenn man bestimmte Apps, also über Umwege. Ach, diese ganzen Sachen kennt ihr alle. Es ist nicht Netflix zertifiziert, aber alles andere funktioniert da drauf. Und ihr habt natürlich immer noch die Möglichkeit, über die ganzen Anschlüsse auch einen Blu-ray-Player oder eine Konsole oder sonst irgendwas anzuschließen. Das Ding ist performant, es läuft alles da drauf. Ich kann mich da nicht beschweren. So, und für die Nerds unter euch, natürlich gibt es da auch Chromecast drauf und ihr könnt den Google-Assistenten nutzen. Das heißt, öffne YouTube, würde auch funktionieren. Wenn ich jetzt hier so durchscrolle, dann bekomme ich nochmal die Bestätigung, dass das hier wirklich auch ein portabler Beamer ist. Denn ich kann jetzt hier einfach den Stromstecker abziehen, da ist ein Akku drin. Das heißt, der läuft überall. Ich kann ihn einfach mitnehmen, am Strand starten und es läuft alles hier drauf, weil das ja ein eigenes System hat. Ihr könnt damit überall alles genießen. Wenn der Netzstecker nicht mehr drin ist, habt ihr so Helligkeitseinsparungen von 10-15%, aber könnt dadurch auch rund 2-2,5 Stunden mobil fernsehen. Und damit herzlich willkommen bei Turn. Es ist immer komisch, seine eigene Stimme zu hören, aber wir machen es natürlich hier für das Video. Der Sound im X-Jimmy Halo Plus klingt richtig, richtig gut für die Größe, die das Gerät hat. Wenn man bedenkt, dass das eigentlich auch einfach nur so ein Bluetooth-Lautsprecher sein könnte, fehlt natürlich der Bass, weil irgendwo noch der Rest der ganzen Technik drin sein muss. Aber er klingt richtig gut. Also sofort eine Soundbar kaufen ist gar nicht notwendig unbedingt. Es sei denn, ihr wollt natürlich das richtige Home-Cinema-Feeling haben. Der Sound an sich ist vollkommen fein. Besser als zum Beispiel bei dem Kollegen. Die Möglichkeit, noch extra anzuschließen, die gibt es aktuell noch nicht. An der Seite gibt es Anschlüsse, einmal. Also alles in allem, wenn ich jetzt zurückblicke, muss ich sagen, das ist ein rundes Gesamtpaket. Der hat ein tolles Bild, einen guten Sound, der ist ultra portabel, hat aber auch ein schönes, helles Bild, wenn wir jetzt hier sitzen. Ich meine, hier ist alles super hell, damit das Video ordentlich ausgeleuchtet ist und trotzdem funktioniert der Halo Plus hier immer noch an dieser Wand. Also das ist schon ordentlich. Es geht natürlich immer besser. Das heißt, wenn ihr nur minimalinvasiv ein Home-Cinema haben wollt, dann guckt euch den Halo Plus von X-Jimmy mal an. Wenn ihr richtiges Home-Kino haben wollt, dann empfehle ich euch vielleicht den teureren X-Jimmy Aura. Dazu haben wir auch ein Video gemacht. Klickt dazu einfach mal im Video in der Endcard. Uns würde jetzt noch interessieren, habt ihr vielleicht ein X-Jimmy Halo oder Halo Plus? Das ist ja immerhin schon die zweite Generation. Und wenn ja, wie nutzt ihr den? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare rein.